Und damit herzlich willkommen bei meinem neuen Projekt The Legend of Zelda Twilight Princess HD. So, ich habe ja angekündigt Typomen, aber ich habe es auch schon auf Twitter und in der Kanadisch-Diskussion schon mitgeteilt. Irgendwas läuft damit mit der Aufnahme nicht. Der Ton verzieht unglaublich. Wir spielen ein bisschen Twilight Princess deswegen. Gestern gerade erschienen. Hab auch schon ein bisschen was gespielt, so privat. Wir werden aber natürlich für das Let's Play einen neuen Spielstand anlegen. Und wir heißen natürlich in einem Let's Play nicht Link. Das wäre ja Quatsch. Moment. Man kann ja auch auf dem Gamepad arbeiten. Der volle Name passt nicht. Warum fehlt es das I? Bin ich doof? Ich glaube, die Kalibrierung ist nicht mehr so ganz okay. Der Vollname passt natürlich nicht rein, weil es ist ein Zelda-Spiel, das heißt, die Namen müssen 8 Buchstaben haben. Betakal hat 9. So. Darum kürzen wir ab. Epona darf bleiben. Ich hatte überlegt, das Pferd auch noch irgendeinem Dämon zu benennen. Die Namen sind alle viel zu lang. Du startest mit Spiel normalen Modus. Wir werden natürlich den normalen Modus spielen. Heldenmodus ist mir für ein LP zu anstrengend. Ich werde aber auf alle Fälle, wenn Wind Waker vorbei ist, habe ich vor, eine Challenge zu machen, nämlich den Heldenmodus plus Ganondorf. Also Wind Waker läuft auf Twitch. Falls jemand fragt, Wind Waker? Was für Wind Waker? Das Problem ist, ich muss mir vorher noch den Ganondorf Amiibo holen, den habe ich noch gar nicht. Ich habe dafür hier den Link Amiibo, habe ich hier zu stehen. Den Zelda Amiibo habe ich hier zu stehen. Und natürlich auch den Wolf Link Amiibo steht hier herum. Das bin gar nicht, das ist nicht Link, das ist der am Abend werde ich immer ein wenig sentimental. Nicht? Man sagt, um diese Stunde treffen das Diesseits und die andere Welt aufeinander. Und um diese Zeit kommen die Geister zu Besuch, die sich noch nicht von dieser Welt lösen können. Und deshalb macht mich das Abendrot so sentimental und manchmal auch ein wenig traurig. Ach übrigens, Evita. Übermorgen soll ich im Auftrag des Bürgermeisters nach Hyrule reisen, um am königlichen Hofe etwas abzuliefern. Aber es wäre mir lieber, wenn du an meiner Stelle reisen könntest. Würdest du das für mich tun? Na klar. Und du warst doch noch nie in Hyrule, oder? Das Schloss von Hyrule ist riesig. Es ist umgeben von einer Stadt viel größer als unser Dorf. Und die Welt, die unsere Göttinnen erschaffen haben, ist noch so viel größer als das. Du solltest sie unbedingt mit eigenen Augen ansehen. Aber es wird spät. Wir sollten langsam ins Dorf zurückkehren. Und wegen einer Reise. Ich werde alles mit dem Bürgermeister besprechen. Was für eine wunderschöne Musik. Und ich bin übrigens der Meinung, Epona ist viel zu schwer beladen. Tschüss, Link. Bis morgen.
Was für ein niedlicher kleiner Junge. Den werden wir auch noch kennenlernen. Aber erst einmal fliegt da ein Vogel durch den Baum. Wow, was? Hm? Wer kommt denn da? Und bringt unser Pferd weg. Hey, Vita! Bist du da? Du musst mir helfen, die Ziegen zusammenzutreiben. In letzter Zeit wollen sie einfach nicht auf mich hören. Aber wo ist Epona? Das fällt hier früh auf, dass sie weg ist. Das ist ein riesengroßes Pferd. Das ist ein Kaltblüter, würde ich sogar mal behaupten. Ich kenne mich da zwar nicht aus, aber ich denke, Epona ist ein Kaltblüter. Hallo? Wer bist du? Also gut, hol Epona und komm dann wieder hierher. Ja, sag mir doch mal, wer du bist. Okay, hol mir Epona. Wir haben ja gesehen, dass sie hier lang gelaufen ist, also hier lang geleitet wurde. Oh, da steht sie ja. Ach, was für ein Bild. Ah, wie da. Schau, ich habe Epona für dich fein gemacht. Dankeschön. Von Öhrchen zu Öhrchen nur München. Hallo, Ilja. Epona ist so ein schönes Pferd. Und schöne Pferde brauchen gute Pflege. Übrigens, Bitte, ich habe eine Bitte an dich. Kannst du nicht auf einem Grashalm die Melodie spielen, die Epona so gerne mag? Ja klar. Aber hier ein Grashalm, in Form wie ein Hufeisen, darauf kann man Eponas Lied spielen. Einfach per Knopfdruck. Man hat es übrigens gerade gesehen, ich zeig's am besten nochmal. Wir haben da so ein komisches Zeichen auf der Hand. Keine Ahnung, wie das da hinkommt. So eine schöne Melodie. Epona scheint sie auch zu mögen. Also gut, Epona ist jetzt sauber. Geht heim, ihr beiden, aber macht mir keinen Unsinn, verstanden wir da? Ja, sehr gerne. Wir müssen noch arbeiten, Buch. Erstmal voll ins Tor geknallt. Ja, man bekommt hier in diesem Spiel Epona relativ früh, weil man sie auch relativ früh für alle möglichen Sachen braucht. Zum Beispiel für die kleine Nebenaufgabe, die wir jetzt durchführen müssen gleich. Und unser Freund ist abgehauen. Von dem ich übrigens vergessen habe, wie er heißt. Und hier haben wir das Dorf Ordon. Warum Link außerhalb wohnt, wird nicht geklärt. Hab keine Ahnung. Hallo. Ah, wie da. Du wolltest sicher gerade zu weit, um die Tiere zusammen zu treiben, oder? Ich habe ja auch gerade den Laden zugemacht. In letzter Zeit kommen die Affen bis ins Dorf und bringen ja alles durcheinander. Das macht mir irgendwie Sorgen. Wenn die Waren gestohlen würden, wäre das eine Katastrophe. Deshalb passe ich auch immer auf, dass alle Türen abends abgeschlossen sind. Auf meinen Mann kann ich mich bei sowas ja leider nicht verlassen. Ach was, oder Papa? So ein Äffchen kannst du bestimmt auch fangen, stimmt's? Hä? Ah, naja. Aber, entschuldige, jetzt habe ich dich aufgehalten. Los, geh schon. Du hast schließlich etwas zu tun. Ja, hab ich. Geh mal weg. Guten Abend, bitte. Ein wundervoller Sonnenuntergang findest du nicht auch? Übrigens, danke, dass du meinem Mann immer so zur Hand gehst. Du bist ihm wirklich eine große Hilfe. Aber sag, willst du etwa jetzt noch die weiterarbeiten? Auf der weiterarbeiten? Ah, Eda,
Ich mache gerade eine ganz tolle Angel für dich. Ich muss sie nur noch anmalen, dann ist sie fertig. Du kannst ja schon mal darauf freuen. Du kommst gerade richtig wieder. Ich hatte eben ganz vergessen, dir zu sagen, dass mein Sohn Colin eine Angel für dich bastelt, damit ihr zusammen spielen könnt. Sie wird sicher heute Abend noch fertig, also hol sie am besten morgen bei uns ab. Sehr gerne, vielen Dank. Hallo, Bürgermeister. Oh, wieder. Du gehst wohl auf die Weide, um Vater zu helfen. Sehr schön. Er ist übrigens von oben auf der Weide. Nun gut, erledigt eure Arbeit schnell, bevor die Sonne untergeht. So, ich werde sowieso direkt in der nächsten Aufnahmephase wahrscheinlich schon in der nächsten Folge vergessen haben, welche Stimmen ich denen gegeben habe. Die Ordonweide. Mit den Ordonsiegen. Und er heißt Fart. Seltsamer Name, ja. Tut mir leid, Witter. Du musst dich wohl ziemlich beeilen. In letzter Zeit sind die Tiere so unruhig. Sie wollen einfach nicht mehr tun, was man ihnen sagt. Aber wenn Epona dir hilft, kannst du sie sicher schnell zusammentreiben. Also gut, es ist schon spät. Bist du bereit? Ja, ich bin bereit. So, ich bin mal gespannt, ob das jetzt wieder klappt. Wunderbar. Treibt die Ziegen ganz... treibt die Ziegen ganz einfach alle in den Stall. So, weil im, meinem privaten Place wo hat das eigentlich relativ gut funktioniert. Ohne, dass ich, großartig hin und her rennen musste. Das, was ich hier gerade tue, dieses, Zickzack hin und her laufen hinter den Ziegen, ist übrigens sehr zu empfehlen bei diesem Spiel. Sollte tunlichst nicht vor die Ziegen kommen. Es gibt auch irgendwann ein Herzteil für dieses Minispiel. Ich weiß bloß nicht wann. Witter, Epona, vielen, vielen Dank. Morgen schaffst du bestimmt wieder alleine. Und du kannst jetzt einen ruhigen Abend machen. Oder hast du ein wenig Zeit? Willst du vielleicht mit Epona ein wenig Springreiten üben? Warte einen Moment. Ich stelle dir ein paar Hindernisse auf. Danke, das ist nett. So, fertig, du kannst es loslegen. Wenn du genug hast, springe einfach über das Tor und reite nach Hause. Ja, das ist ja sehr nett. Ah, ja, danke. Klemme ruhig, wie ich reite. Also, wie gesagt, das ist sehr nett, dass du es mir aufstellst, aber ich muss los. Hey, wir sollen ein bisschen Hindernis reiten? Nein, ich stehe da bei Hindernisse auf. Nein! Spiel speichern. Das ist übrigens auch ganz was Tolles. Man bekommt an bestimmten Stellen des Spiels einfach gesagt, speichere doch jetzt mal bitte. Ganz automatisch. Das hat ein bisschen Wind Waker gefehlt. Oh Gott, Kinder. Bitte, wach auf! Draußen ist es schon ganz hell. Rausgucken. Oh, guck mal, das sind Kinder. Da ist mein Pferd. Alles voller Tannengrün. Okay, jetzt weiß ich, warum Link hier draußen wohnt. Einfach wegen der Aussicht. Seht euch das an. Aber die Kinder haben gerufen. Man lässt Kinder nicht warten. Niemals. Sie werden sonst so wehleidig. Wo ist die Tür? Da ist die Tür. Hallo, wer seid ihr denn? Hey, Witter, hast du schon gehört? Im Laden im Dorf kann man jetzt eine Schleuder kaufen. Stell dir nur vor, eine Schleuder. Ich wüsste nur zu gern, wie viel Wucht dahinter steckt.
Taro, Maro, wenn ihr unbedingt eine Schleuder haben wollt, dann kommt doch einfach in unseren Laden und kauft euch eine. Sag mal, Betty, weißt du eigentlich, was so eine Schleuder kostet? Kannst du deine Mama fragen, ob sie uns einmal ausleiht? Du spinnst wohl. Wenn du eine Schleuder willst, leg doch mit Taro zusammen. Was denkst du eigentlich, wer du bist? Aber das schaffen wir doch nie. Ich wünschte, unsere Eltern hätten keine blöde Mühe, sondern lieber ein paar coole Schleudern für uns. Das war übrigens das kleine Kind hier. Das hier ist Taro. Das ist der größere der beiden Brüder. Das hier ist Maro. Sieht zwar nicht so aus, aber ja, es soll ein Junge sein. Eigentlich kann er alles Mögliche sein. Und das hier ist Betty. Das ist die Tochter des Ladenbesitzerin. Die haben wir ja schon gesehen. Und hier haben wir wieder Colin zustehen. Du, Witter! Die Angel, die ich gebastelt habe, ist jetzt fertig. Eigentlich soll sie schon heute Morgen geben. Aber Papa meinte, ich soll warten, bis du sie dir abholst. Jetzt ist Papa gerade unterwegs. Also fragst am besten Mama danach. Sie müsste am Fluss sein. Okay, dann gehen wir mal zum Fluss. Und wir müssen eine Schleuder besorgen. Und wir müssen dieses. Und wir müssen das. So, jetzt haben wir das allererste Mal, dass wir uns wirklich frei bewegen können. Und auch frei bewegen müssen. Denn ich kann schon mal sagen, für die Schleuder brauchen wir 30 Rubine. Hey, Widder, hallo. Du kannst von dort mit mir reden, wenn du mich mit ZL ansiehst und gleichzeitig A drückst. Was ist ZL und was ist A? Oh, das ist ZL und das ist A. Ja, genau. So macht man das. Jetzt verstehe ich auch gleich viel besser. Du solltest den Gören auch mal erklären, dass man lauter sprechen kann, wenn man jemanden mit ZL anvisiert und dann A drückt. Übrigens, Widder, du könntest auch einfach den Efeu verwenden, um hier hochzuklettern. Sehr gerne. Das ist, glaube ich, sogar Taro und Maros Vater. Eine Ähnlichkeit ist vorhanden. Siehst du, schon bist du da. Übrigens, ist das da drüben nicht die Katze von Zaira aus dem Laden? Die sitzt schon die ganze Zeit neben meinem Haus und starrt auf den Fluss. Ob sie wohl nach Fischen sucht? Haha, aber ohne Angel wird sie wohl kaum einen erwischen. Na egal, eigentlich wollte ich sowieso etwas ganz anderes sagen. Schau dir mal das Gras da drüben auf dem Felsen an. Ist das nicht die Sorte, auf der du überflötest? Ich habe mir gedacht, das interessiert dich vielleicht. Ist schließlich ein ungewöhnlicher Ort, um Gras zu suchen. Gras. Du schaffst doch sicher, mit Hilfe von L vorwärts hinüberzuspringen, oder? Für dich doch kein Problem. Ich könnte einfach rüberlaufen, wie wär's? So, ich habe mal die zweite Sorte Gras. Und mit dieser rufen wir nicht unser Pferd Epona, sondern einen anderen tierischen Begleiter, nämlich einen Adler. Hallo, ich weiß bloß nicht, wie er heißt. So, den können wir jetzt auf irgendwas losschicken, wie zum Beispiel da. Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn ich den auf den schicke. Gar nichts. Oh, schade. Na dann. So, da müssen wir aber noch gar nicht hin. Ich könnte diese Aufgabe selbst schon machen. Übrigens, wenn man hier hochklettert und einfach mit ihm oben spricht, ohne ihn vorher hier unten anzuvisieren, würde er sich beschweren, wie ungestüm man noch ist. So, wir brauchen ja Geld. Deswegen zerstören wir ein paar Kürbisse, denn Geld wächst in Kürbissen. Du erhältst 5 Rubine. Hey, mit Essen spielt man nicht. Tut mir leid, aber ich brauche das Geld da drinnen. Und ja, das kann auch mal zeigen, mit Hühnern kann man wieder fliegen. Oh, der liegt ja nicht. Ups. Oh, noch ein blauer. Sehr schön. Ah, mehr blaue. Dann sind wir viel schneller vorbei. Viel schneller fertig mit der Schleuder. Schleuder. Da haben wir noch einen Huhn. Das Problem ist auch, ich weiß nicht. Obwohl. Die
das? Kann ich mit dem Vogel, kann ich mit dem Orubino holen? Weil da drüben liegt ein Zehner, an den ich bisher noch nie reingekommen. Vielleicht klappt das ja. Man kann übrigens solche Szenen abbrechen mit Doppel-Plus. Kannst du zweimal auf Plus drücken. Dann muss man sich ähnliche Szenen neu anschauen. So. Ne, der sammelt die auch nicht ein. Schade. Okay. Puh, ja. Dann müsste ich hier irgendwie einen Hut hier oben haben. Aber ich kann mit Huhn nicht klettern. Na komm. Das bringt überhaupt nichts. Okay. Schade. Guten Morgen. Heute ist Vater allein auf der Weide, kümmert sich um alles. Aber ich frage mich, ob man wirklich klarkommt. Ah, eine Ziege bricht aus. Sie läuft ins Dorf, haltet sie auf. Oh mein Gott, eine Ziege. Die können wir aufhalten. Nein, nein, können wir nicht. Schade. Das ist doch wieder ein Verlust für unser Dorf. Ich wusste doch, man kann Vater nicht alleine lassen. Naja, das ist das, was ich gerade versucht habe, aber falscher Winkel. Man kann es übrigens wiederholen, es bringt nur nichts. Es ist einfach bloß... Ja, und... Paff, leg dich hin. Puh, was sagt man dazu? Er weiß doch, dass die Ziege erst seit nervös sind. Ich hatte ihm extra gesagt, er soll aufpassen. Danke wieder. Ohne dich wäre diese Ziege für das Dorf verloren. Und fahrt dieser Tollpatsch. Den Preis der Ziege werde ich ihm für seinen Lohn abziehen. So, die Ziegen, die weg sind, kriegen wir niemals wieder. So, das ist Collins Mama, mit der sollen wir sprechen mit Daniel. Hallo, Collins Mama? Ah. Ah, hallo wieder. Du möchtest die Angel haben, die Colin für dich gemacht hat? Entschuldige, aber kann ich dich vorhin etwas bitten? Du hast uns zufällig einen weiten Korb im Fluss treiben sehen, oder? Einen geflochtenen Korb, in dem man zum Beispiel ein Baby legen kann. Ich frage mich, wohin er wohl getrieben sein kann. Mal gucken. Das Wasser fließt hier lang und dort lang und da lang. Und dann da hinten. Schauen wir doch mal. Irgendwo muss er ja sein. So, wir können natürlich auch schwimmen. Die Schwimmanimation ist interessant. Und... Oh, hier ist ein Zaun. Der ist übrigens nur in der HD-Version. Damit man nicht zu früh dahin kommt. So, okay. Da ist ein Affe mit Weidenkorb. Und an dem müssen wir jetzt erstmal ran. Und jetzt, mach auch der Hinweis bezahlt, dass wir ja diesen Kugel rufen können. Oh, noch ein Rubin. Denn da werden wir es mal hochklettern. Aber nicht hier, weil das ist zu weit weg. Sondern hier hinten. Einmal flöten. So, und dann mit Bewegungssteuerung und Zielfernrohr. Oh, den Weidenkorb. Frecher Affe. So, und dann bringen wir jetzt mal den Weidenkorb wieder zurück. Ich weiß gar nicht, wie Colins Mama heißt. Ich kann das gar nicht mit Namen ansprechen. Hey, Colins Mama! Oh, wieder! Da ist ja der Korb. Hast du ihn extra für mich gesucht? Danke, vielen Dank. Du hast mich darum gebeten. Ach ja, bevor ich es vergesse, ich habe etwas, das ich dir geben wollte. Kommst du kurz mit mir? Den Weidenkorb könntest du auch mitbringen, wenn es dir nichts ausmacht. So, im Original muss man jetzt mit ihr recht mitlaufen. In der HD-Version kann man einfach zur Tür gehen. Vielen, vielen Dank wieder. Ach ja, da war doch noch etwas, das ich dir geben wollte. Also gut, hier für dich.
Du erhältst die Angel, eine einfache Angel mit Pose. Lege sie im Itembildschirm auf Y, X oder R. Wirf den entsprechenden Knopf aus und halte ihn erneut gedrückt, sobald ein Fisch angebissen hat. Du kannst auch ohne Köder Fische fangen, manche Arten weist aber nur an, wenn du einen Köder hast. Sie ist zwar sehr einfach, aber mein Sohn Colin hat sie selbst gemacht und sein Vater hat ihm dabei geholfen. Vielleicht hast du ja gelegentlich Lust, sie einmal auszuprobieren. So, steht nicht hier dein Name? Ulina, sie heißt Ulina. Hier wohnen Mo, Ulina und Colin. Und bald auch ein weiteres kleines Kind. So, mit der Angel können wir jetzt einen Fisch fangen. Und damit die Katze zufriedenstellen. Das machen wir aber erst morgen. Wir sind nämlich am Ende der Folge angelangt. Ich hoffe, es hat bis hierhin gefallen. Falls ja, sehen wir uns morgen wieder. Bis dahin, ciao, ciao.